Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts vom Kreissportbund Landkreis Oldenburg. Ich bin Friederike, 20 Jahre alt und mache seit im August 2019 meinen Bundesfreiwilligendienst beim KSB. Ich freue mich sehr, heute unsere Gäste zu begrüßen, den Vorstand von der Sportjugend. Moin. 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 Mögt ihr euch vielleicht einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich fange dann einfach mal an. Mein Name ist Tamino Wüttner. Ich komme aus Wildeshausen und bin 27 Jahre alt. Ja, ich bin Friederike Gärtner, komme aus Mosselsfehen und bin 19 Jahre alt. Keno Toro, mein Name. Ich komme aus Sundlosen und bin auch 19 Jahre alt. Und dann noch ich, René Förster, 18, aus Oldenburg. Sehr schön. Vielleicht mal ganz zu Anfang. Keno, du bist ja der erste Vorsitzende von der Sportjugend. Magst du vielleicht einmal erklären, was die Sportjugend überhaupt ist? Ja, sehr gerne. Die Sportjugend, beziehungsweise besonders wir als Vorstand der Sportjugend, sind alle jungen Erwachsenen, alle Kinder, alle Jugendlichen bis 27 Jahre und eigentlich, wie wir gerne manchmal sagen, auch die jungen Gebliebenen, im Landkreis bei uns in den Sportverein. Und wir als Vorstand sind die Vertretungen, die diesen Jugendlichen bei uns im Kreis Sportbund vertreten. Das heißt, einmal im Vorstand vertreten, um die Interessen da wahrzuhaben und zu zeigen, dass es uns gibt und was unsere Interessen sind. Und auch um die Sportjugend generell zu vertreten und auf Aktionen zum Beispiel anwesend zu sein. Außerdem machen wir noch Bildungsangebote und andere Veranstaltungen und versuchen dadurch Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, so wir als auch alle Menschen, die bei uns in der Jugendarbeit arbeiten, zu unterstützen. Diese Bildungsangebote, die du schon angesprochen hast, Tamino, könntest du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Was für Bildungsangebote sind das genau? Was macht ihr da? Was plant ihr da genau? Sehr gerne. Also die Bildungsangebote sind tatsächlich auch unser Schwerpunkt und da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Es fängt dann im Endeffekt auch schon in den Schulen an. Da kooperieren wir dann tatsächlich auch regelmäßig mit den Schulen und bieten da Bildungsangebote an, die dann in den Schulen so gepasst sind, dass man dann auch tatsächlich schon verschiedene kurze Einheiten, Sporteinheiten selber mit als Jugendlicher betreuen kann in der Schule. Das nächste, was danach kommt, ist dann die Juleika, also die Jugendleiter-Card, die dann für etwas ältere und wo man dann auch tatsächlich Jugendgruppen dann nachher mit leiten kann. Und dann haben wir noch verschiedene Trendsporttage, wo man tatsächlich verschiedene Sportarten kennenlernt. Und da freuen wir uns immer, wenn die Vereine tatsächlich auch gerne auf uns zukommen können und mal vielleicht eine interessante Sportart mit uns zusammen machen möchten. Dann bringen wir die im Landkreis einfach mal in die Breite. Das klingt ja wirklich sehr spannend und auch wirklich sehr vielseitig. Also ihr macht ja neben den Bildungsangeboten ja auch wirklich noch viele andere Veranstaltungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da manchmal auch vielleicht Probleme gibt und dass da vielleicht Schwierigkeiten auftreten. René, stimmt das, wenn ihr manchmal Veranstaltungen plant oder organisiert, treten da manchmal Probleme auf? Ja, ab und zu treten natürlich auch bei uns Probleme auf. Das wäre zu einmal in der Planungsphase. Es ist sehr schwierig, tatsächlich immer Sportstätten zu kriegen. Sporthallen oder auch Tagungsräume. Da die meisten Angebote von uns ja tatsächlich in den Ferien sind und die meisten Sportvereine dort schon ihr eigenes Programm dann in der Halle haben. Und die zweite größte Sache wäre das mit den Teilnehmern. Und zwar haben wir das leider immer noch nicht geschafft, so populär zu werden im Landkreis, dass wir alle unsere Fort- und Ausbildungen stattfinden lassen können. Aufgrund der Teilnehmerzahl halt. Ah, okay, alles klar. Das ist dann, glaube ich, nochmal ein guter Appell auch an die Vereine, ihre Jugendabteilung zu den Veranstaltungen zu schicken, da ganz viel Arbeit ja auch wirklich drin steckt hinter der Planung. Das finde ich aber spannend. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal die Frage, Freddy, wie seid ihr damals zur Sportjugend überhaupt gekommen? Vielleicht könnt ihr im Anschluss auch daran nochmal alle erzählen, was vielleicht euer Lieblingsmoment war. Vielleicht hattet ihr eine Veranstaltung, die euch besonders gut gefallen hat. Ja, so im Prinzip zum gleichen Zeitpunkt zur Sportjugend gekommen, beziehungsweise zum Sportjugendvorstand gekommen. Wir sind alle durch unsere Hausvereine, wo wir selber Sport machen, im August 2017 zu dieser Vollversammlung, wo sich jedes Jahr einmal unsere Vereine sozusagen im Landkreis Oldenburg und natürlich wir als Vorstand zusammentreffen und Themen und den Haushaltsplan des Jahres sozusagen besprechen. Und ja, da sind wir einfach alle mal mitgekommen, weil wir mehr oder weniger im Prinzip eigentlich mitgeschleppt wurden und dann ja, haben uns das alles mal angehört, fanden das total interessant und damals war das noch so, dass wir einen Vorstandsvorsitzenden hatten, das war Hagen
Und dann dachten wir, wir machen einfach mal irgendwie in der Runde die Sportjugend ein bisschen jünger vielleicht und auch mal ein bisschen größer, damit wir einfach mehr Möglichkeiten haben, Sachen zu organisieren oder vielleicht auch einfach andere Vorstellungen oder andere Projekte starten können. Und ja, dann haben wir vier uns aufgestellt, also René, Tamino, Keno und ich. Und ja, seitdem sind wir alle dabei. Genau, und mein Lieblingsfan vielleicht, also echt jede einzelne Sportjugendsitzung mit euch, weil es macht einfach Spaß, mit euch zusammenzusitzen und ja, über die Sachen zu diskutieren, irgendwelche Veranstaltungen zu planen und auch mal entspannt halt irgendwie Bananenbrot oder Pizza zu essen am Ende, dass man auch ja, Spaß an alledem hat. Und natürlich mein erstes Projekt mit dem Zorgball, wo verschiedene Sportarten vorgestellt wurden und ja, ich wollte schon mal in diesen Zorbball rein, deswegen, das konnte ich da ausprobieren, das fand ich ganz cool. Ja, also dann mache ich einfach mal weiter. Die Erinnerungen von Freddy, die sind mir auch noch sehr präsent. Das waren echt tolle Veranstaltungen und einer meiner Lieblingsmomente war tatsächlich, ja, wo wir die erste Juleika sozusagen angeboten haben und da dann auch gesehen haben, was wir mit den Jugendlichen und ja, mit den jungen Erwachsenen quasi umsetzen konnten, dass das dann auch Früchte trägt. Und das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, das macht richtig Spaß, wenn die Veranstaltungen ordentlich dann laufen und wir auch ein tolles Feedback von den Teilnehmern bekommen. Ja, für mich sind die besten Momente eigentlich alle Veranstaltungen, alle Sitzungen und alle Ausbildungen und Seminare und alles, was wir noch machen in der Sportjugend, weil ich ein cooles Team habe, mit dem ich zusammenarbeiten kann und weil ich mich immer freue, Jugendliche und Menschen, die in der Jugendarbeit arbeiten, zu sehen und zu sehen, mit welchem Engagement sie da arbeiten. Daher habe ich noch nicht den Lieblingsmoment, vielleicht kommt er noch eines Tages. Ich denke, bin ich ganz zuversichtlich und habe noch einige Jahre vor mir. Ja, genau. Und mein Lieblingsmoment war tatsächlich Schwarzlichtsport 2020, also dieses Jahr. Das war sehr schön, dass so viele Kinder aus dem Landkreis dort waren, trotz der Wetterlage, die wir hatten. Genau, und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ja, es klingt echt sehr toll. Ich finde auch, also ich durfte ja beim Blacklight Sports dabei sein als BFDlerin. Und fand die Aktion auch wirklich toll. Und zu sehen, wie viel Planung und Organisation hinter so einer Veranstaltung steckt, dann das zu sehen, dass die Kinder und Jugendliche sich da wirklich freuen und Spaß haben am Sport, dann ist der Aufwand es wirklich wert. Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und uns heute ein bisschen was über die Sportjugend erzählt habt. Ich glaube, dadurch haben wir echt nochmal einiges darüber über euch gelernt, über eure Arbeit. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss.